jetzt ab. Taktlos. Einen wunderschönen Abend zu 2 Stunden Taktlos Metal auf Radiokanal K Rockstation und auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal. Bei uns, wie angekündigt, in der letzten Sendung 2 super spannende Gäste, 2 super spannende Bands. Wir haben in der 2. Stunde Felskind, Andy Portman kommt hier vorbei und stellt das 3. oder das 4. Felskind-Album vor. Wie das genau ist, werden wir anschauen. In der 1. Stunde Shadow Path mit Philipp. Hallo Philipp. Ciao, was ist für die Einladung? Er hat auch ein neues Album, so ist etwa ein Jahr alt. Wie heisst es? Das ist «Rumors of a Coming Dawn» und man hat es letztes Jahr veröffentlicht. Ich habe gefunden, es ist dermassen gut und ist noch nicht hier zur Radio-Ehre gekommen, dass wir es bringen, auch ein Jahr später. Das freut uns, das freut uns. Er gehört in dieser Stunde Hintergründe und natürlich Musik von Shadow Path. Ich freue mich, wenn er die ganze Zwischenstunde dabei sind. Verantwortlich ist der Roger Wettli.
Shadow Path hier im Taktlos Metal auf Radiokanal Rockstation und YouTube. Bei uns der Philipp. Der Philipp ist von Shadow Path. Wo bist du alles? Du bist Growler. Du bist Was bin ich als? Ich bin ja, Growler, genau. Keyboarder und Gründer eigentlich von Band. Songwriter auch. Songwriter, genau. Zu dem können wir sich später noch im nächsten Interview teilen, zum Songwriting selber. Jetzt, wie ist die Band entstanden? Hast du die schon lange im Kopf gehabt? Das ist eigentlich eine lange Geschichte und es ist so, dass so ein paar Reviewer mich darauf angesprochen oder haben darauf angesprochen, hey, was hat eigentlich gemacht so die ersten Jahre? Und dann ist mir wirklich so bewusst worden, das stimmt, wir haben eigentlich die Band vor 10 Jahren gegründet. Und damals so einfach so eine Spassband, wir haben so einen kleinen Bandraum gehabt, in Münsingen, in Bern. Wir haben ein bisschen Musik gemacht, aber eigentlich einfach ein Songs geschrieben, ohne grosses Ziel. Und irgendeinmal haben wir dann live gespielt, haben gemerkt, es kommt noch gut, das macht uns auch total Freude. Und irgendeinmal nach ein paar Line-Up-Wechsel ist es dann so ein Mühe seriöser geworden. Und schlussendlich jetzt wirklich mit Album, mit wirklich einem Ziel, schlussendlich das ein bisschen zu promoten, ein zweites Album zu machen. Ja. Aber eigentlich jahrelang, muss man sagen, eigentlich wirklich so ein kleines Hobbyprojekt gewesen in den ersten Jahren. Was auch spannend ist, es heisst, die Band ist von Bern in Aargau gezogen. Bist du in Aargau gezogen oder ist die ganze Band in Aargau gezogen? Ja, wir sind völlig verstreut eigentlich von Anfang an gewesen. Am Anfang noch so ein bisschen mit mehr Fokus zu Bern und dann eben, ich arbeite jetzt in Zürich, der Schlagzeuger, der Samu, der seit dem Anfang dabei ist, der ist Sprengmeister in der Innerschweiz, also total nebeneinander, der macht einen komplett anderen Tagesrhythmus. Dann haben wir die Sängerin, die ist jetzt wieder zu Bern und also wirklich ein komplettes Hin und Her. Und jetzt in Aarau haben wir wirklich einen guten Bandraum und einfach sind wir zentral. Also quasi in Aarau der Bandraum. Perfekt so, ja. Mir ist aufgefallen, dass eure Sängerin früher in einer chilenischen Band namens Confess gesungen hat, einmal laut Metal Archives. So ist es, ja. Wie kommt die auf Chile? Sie ist eine Chilenin. Ist sie? Sie ist Chilenin, sie ist Linguistin, hat in Bern an der Uni lang studiert und auch geschafft und ist über 7 Ecken zu uns gekommen. Wir haben gemeinsame Bekannte, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ihre Bruder, der Pierre, der ist auch mal noch eingeflogen worden, hat mit uns noch ein paar Sachen aufgenommen. Und ja, sie ist ursprünglich von Chile, reist immer wieder dort runter, aber hat ihren Lebensmittelpunkt im Moment in Bern und von daher arbeiten wir so mit ihr zusammen Konzertspiele und zu planen. Aber es ist immer so ein bisschen unsicher, oder? Wie lange wird sie da sein? Geht es wieder irgendeiner zurück und so? Das sind Sachen, wo so gesehen langfristig sicher ein Thema sind bei uns. Jemand anderer, der ein bisschen ein Wankelkandidat ist, ist der Amos. Der Amos, wie heisst der noch? Euer Bassist quasi. Amos, ja genau. Ja. Er ist eigentlich, er ist von Anfang an dabei war, Gründungsmitglied war und jetzt wieder dabei, aber er ist der Phase gegeben, oder hat sich der Phase gegeben, eine Band, wo er sich einfach entschieden hat, aufgrund von Job und anderen Band, die er hatte, und auch weil er weggezogen ist, dass er sich mehr anderem widmet. Also das war eine volle Freundschaft gewesen und wir haben eigentlich nie, sage ich mal, bösartige Splits gehabt. Aber das ist ja so, er ist dann gegangen und wir haben jetzt, und das freut uns sehr, mit der Produktion vom neuen Album können gewinnen, dass er wieder mitmacht. Das ist mir auch wichtig gewesen, dass er auch im Booklet drin ist, so gesagt, wirklich von der alten Besetzung möglichst viele Leute an Bord. Das heisst, die Band, die ihr jetzt habt, die tritt momentan auch auf? So ist es, genau. Wir treten im Moment auf in der 5er-Kombi. 3 von 5 sind wirklich von der alten Besetzung. Und ja, jetzt geht es aktuell zum Beispiel nächsten Samstag, spielen wir wieder zu Lenzburg. Und mit der Giselle und mit dem Stefan an der Gitarre. Was Almer ein bisschen ausmacht, er beschränkt euch nicht auf, sagen wir, auf 5 Minuten. Er hat zwar Lieder, die kürzer sind, haben euch möglichst viel Freiheit gelassen. Völlig. Also, ich sage jetzt mal, oder man heisst, wir nehmen uns den Luxus raus, nicht wirklich einer Genregrenze müssen zu folgen. Und das ist eigentlich nicht als Blabla oder als Phrase gemeint, sondern wirklich, wir machen das wirklich gern. Und gerade so beim Schreiben ist es häufig so, sage jetzt mal, so Klangwelten und die Länge manchmal nicht bei 4 Minuten. Das heisst, es entsteht ein Song eben wie Beta oder wie Another Inquisitor oder eben auch die Impossible Chain, die wirklich länger ist. Ja, wir nehmen uns die Freiheit raus als Nicht-Kommerz-Radio, dass wir auch mal längere spielt. Wir spielen jetzt mal Beta und wir schauen noch, was wir für Lauf der Sendung noch alles spielen. Gute Wahl. Thank you.
Ihr hört Taktlos Metal auf Radiokanal K, Rockstation YouTube mit Shadowpath, der Philipp im Studio. Philipp ist Songwriter, Keyboarder und Bandmitglied. So ist es. Genau. Jetzt, wir haben gehört, ein neunminütiges Lied. Wie entstehen bei euch die Lieder? Also, ihr habt auch kürzere, aber macht es das organisch? Oder sagen die, ihr braucht jetzt einen längeren Track? Nein, wirklich spontan kann man sagen, wir haben bei der Selektion von den Songs für das Album aus recht vielen Songs ausgelesen, die wir schon hatten. Also wir haben viele Sachen, die wir jetzt hier nicht gewählt haben für das Debüt. Ein paar Sachen werden wir dann für das nächste brauchen, ein paar vielleicht nicht, aus verschiedenen Gründen. Und da haben wir schon ein bisschen geschaut, dass das Verhältnis bestimmt, dass wir nicht nur lange oder nur kurze haben. Aber wie das entsteht, nein, es ist wirklich so aus einer Idee, aus unserer Stimmung. Meistens ist es wie eine Geschichte, die sich jetzt im Kopf abspielt beim Schreiben und nachher, je nachdem, gibt es eine längere Dramaturgie. Und das ist wirklich echt natürlich, echt organisch. Jetzt für so Musik, mich denke, das ist ja recht progressiv, es ist immer wieder Taktwechsel, da brauchst du ja Musiker, die das umsetzen können. Ist das einfach, so Musiker zu finden? Du sagst ja, ein Schlagzeuger ist schon seit langem dabei. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir so lange zusammen Musik machen. Ich glaube, man hat es einfach gefunden. Wir haben, also gerade Samu und ich, auch am Schlagzeug und ich und der Keys oder eben im Songwriting-Prozess, wir verstehen es wirklich recht blind. Nicht 100%, aber 95% blind. Also wir merken, wo wir herwollen, wir merken irgendwie, wo so gesagt jetzt etwas passen würde. Und wenn ich ihm eine Idee sage, dann versteht er sofort, was ich meine. Und wenn er eine Steigung macht auf den Drums, dann ist mir auch klar, was er meint. Also, das gibt sich echt gut. Und eben so das Progressive verbindet uns sicher seit dem Anfang. Er ist vielleicht noch eine Spur progressiver, so von seinen Bands her, die ihn geprägt haben und die er gerne hat. Aber ich glaube, eben auch der, es gibt so Übergänge zwischen den Genres, also progressiver Teil, dann wieder der Symphonic Teil oder eben zum Teil Death Metal Einfluss. Das verwebt sich so. Du schreibst die Lieder selber, welchen Einfluss sind die anderen? Bringst du grobe Ideen mit und dann schaffst du es aus oder bringst du fertige Lieder mit? Eigentlich recht fertige Lieder. Also es sind Tracks, die ich meistens als MIDIs aufnehme und dann erarbeiten wir schon Sachen zusammen, so Arrangements oder es gibt mal irgendwie Änderungen an der Stimmlinie oder es gibt irgendwie noch Doppellinien oder irgendwie sonst eine Veränderung eben bei den Drums. Aber ich kann sagen, das Gerüst bringe ich recht fertig mit und es ist mir eigentlich auch wichtig, dass schlussendlich irgendwo am Schluss alle können dahinter stehen. Das heisst, es ist nicht fix so gegossen, es muss dann alles so sein, kleine Änderungen oder auch mal etwas Größeres kann passieren. Aber bis jetzt war es einfach so gewesen, dass die Songs irgendwie allen gepasst haben. Schlussendlich haben wir die dann umgesetzt. Gitarre-Solo, die sind vom Stay, ja. Also die hat er beigesteuert. Absolut. Du hast auf den Platz gegangen, ja. Da wäre ein gutes Gitarre-Solo, genau. Und dann hat er etwas gespielt. Und der hat es gut gefunden. Ganz genau, ja. Zum Teil auch dann wieder, auch der hat mal vielleicht irgendwie gefunden, hey, vielleicht mal noch so oder Schlänze da oder vielleicht noch irgendwie so Arpeggio oder irgendetwas, aber das ist ganz klar, die Freiheit hat auch jeder Instrumentalist, also der hat Sachen beifügt, oder zum Beispiel ein Bass, wo mal ein Slap-Teil einfügt oder eben die Drums, wo da irgendwie noch ein progressives Film machen oder so, die Freiheit jetzt absolut, das muss am Schluss einfach für alle stimmen. Und wir haben so eine 0 oder 100 Regeln in der Band. Also wir sagen, so bei gewissen Entscheidungen sagen wir immer, entweder stehen alle dahinter oder wenn es einer nicht gut findet, dann kippen wir es über Bord. Bei vielen Sachen sind wir demokratisch, aber bei gewissen Sachen haben wir 0 oder 100 Regeln. Hast du als Hauptsongwriter irgendwie ein Vetorecht? Es ist ein gewisses Diktatorisches. Genau. Es ist eigentlich so definiert, dass einfach der Songwriter hat immer das Vetorecht. Es gibt ein paar Songs aus der früheren Bandzeit, wo wir live gespielt haben, die sehr cool sind, wo wir hoffen, dass wir mal auf einem anderen Album bringen können, wo ehemalige Bandmitglieder geschrieben haben. Und die haben das Vetorecht natürlich auch gehabt. Jetzt Leute, die diese Sendung schon länger verfolgen, immer wieder auf YouTube hören, die wissen, dass ich ein grosser Fan bin, der Moderator von langen Liedern und darum 9 Minuten lang nicht. Ich finde, wir dürfen 12 Minuten halten zu Hause, es ist genug abwechslungsreich, es wird euch garantiert nicht langweilig.
Shadow Path im Radiokanal K und auf Rockstation und auf YouTube. Ja, ist der Philipp, der hier im Studio ist. Und ja, das Album, das wir jetzt hier hören, das ist vor einem Jahr rausgekommen. So ist es. Wie sind die Reaktionen gewesen? Sehr positiv, muss ich sagen. Es hat uns ein bisschen an die Wand gehauen. Wir haben eigentlich nicht mit dem gerechnet, aber wir haben es natürlich gehofft, aber die Rückmeldungen waren wirklich sehr, sehr, sehr positiv gewesen. Es hat natürlich auch kritische Stimmen gegeben. Ich sage immer, das Kritische ist das, was wir, oder was ich oder viele von uns noch besonders, noch mehr zu Herzen nehmen, noch ernster sind. Viele haben so ein bisschen gefunden, ja, der Klang von der Stimme ist polarisierend. Das kann ich total nachvollziehen. Höherer Frauengesang ist immer etwas, was polarisiert. Und das andere ist, effektiv viele haben kritisiert, dass sie es nicht der Sparte zuordnen können. Die einen haben gesagt, ja, das ist offensichtlich Symphonic Rock. Andere haben gefunden, das ist total progressive, irgendwas, Power, Death, irgendeine komische Mischung. Und ich habe das eigentlich so ein bisschen mehr schmunzelt und nochmal zur Kenntnis genommen, muss sagen, das ist für uns nicht wichtig, oder zu was für Sparte wir gehören. Und wenn das ein Kritikpunkt ist, dann kann man mit dem gut leben. Nein, aber wirklich, die Reaktionen waren wirklich sehr, sehr positiv gewesen. Wirklich auch sehr, sehr gute Noten gehabt, sehr gute Ratings, was uns natürlich total freut. Wir machen es nicht für das, wir freuen uns aber natürlich, und ich glaube, es wäre alles andere weggelogen, oder wenn man würde sagen, es ist einem egal. Also das ist natürlich total schön. Das Album haben wir letztes Jahr im Januar rausgegeben. Ich hätte es aber, wenn ich so eure Webseite anschaue, denke ich, mir sind die Reviews dann eigentlich über das ganze Jahr hier verstreut. Genau. Ist das so eigentlich so ein Feuer, das anfängt zu brennen, so ein Lauffeuer, das rausgeht? Es hat, eigentlich, muss ich sagen, ist, seit dem Januar haben wir einfach, muss sagen, wir machen alles selber. Also die ganze Verteilung, Verkauf und so, das ist alles total leihhaft organisiert. Das läuft einfach über uns. Da klickt man irgendwo auf einen Link und wir verschicken die Alben, wenn jemand das will. Und das haben wir im tiefen, dreistelligen Bereich haben wir ein paar Alben verkauft. Nein, aber wir haben im Oktober haben wir mit Amuse, mit den Schweden, haben wir der eine kleine Kooperation gemacht und die haben das Zeug verteilt. Und ab dem, wo wirklich das Album digital überall zugänglich ist, ab dem sind die Reviews abgegangen. Also dann sind wirklich einfach, sie ganz stumm gewesen, Koreaner kommen, Russen kommen, Brasilianer kommen, Finnen kommen, alle möglichen kleinen Seiten, die das dann wirklich auch bewertet haben, sich dafür interessiert haben. Und wir haben natürlich sehr Freude gehabt daran und das entsprechend gewertschätzt. Das heisst, ihr habt wie eine Art ein weiterer Release gehabt, in dem Sinn, oder? Genau, also zuerst wirklich im Januar, wir haben das einfach aufgenommen und haben mal ein paar hundert Stück gedruckt, ich weiß gar nicht, in Köln oder wo auch immer. Und dann haben wir das einfach so ein bisschen über unsere Webseite und über unsere sozialen Medien ein bisschen vertrieben und haben, wir haben so nicht 150 oder so irgendetwas Alben verkauft, also wirklich sehr überschaubar und alles im Selbstvertrieb. Und dann haben wir irgendwie gefunden, aber man möchte natürlich auch zugänglich sein, wie das heute einfach nötig ist, über die Medien, die es braucht, Spotify, iTunes etc. Und wo wir dort einen Partner gefunden haben, der das macht und wo wir dort präsent waren, dann ist es effektiv exponentiell ein bisschen aufgegangen. Und die ganzen Reviews und die ganzen Interviewanfragen, jetzt nicht immens viel, aber doch einige, sage ich mal, von einer Band von unserer Grössenordnung, die jetzt wirklich gross ist, das hat uns erstaunt und das ist eigentlich klar ab dann gewesen. Also die Eigendynamik, das ist schon nur beeindruckend, was da passiert. Und wenn man dann zum Teil auch so sieht, eben, dass es Leute gibt, die alle möglichen Sachen rein interpretieren in das Album und alles Mögliche drin sehen, das ist sehr positiv und das ist schon mit einer von den Gründen, wieso dass wir so eben zu Lyrics und eben Songhintergründen und so gar nicht so eine 1:1 Interpretation immer geben. Wir finden es total schön, wenn Leute wirklich etwas Eigenes konstruieren und etwas Eigenes sehen drin. Ja, wir hören noch mal hier, bevor wir nochmal ein weiteres Interview, es langt noch für tatsächlich noch für ein weiteres Interview teil. Cool.
zusammen, das ist der Philipp von Shadowpath und ihr hört Rockstation. Dankeschön. Ja, wir haben eigentlich den letzten Interviewteil, wo wir, also der letzte Gesprächsteil in dieser Stunde wird sein. Und zwar, ja, wir haben gehört, ihr habt das Album ausgebracht, heisst Rumors of a Coming Dawn. Du hast etwas im allerersten Interviewteil gesagt, dass ihr dran sind an einem zweiten Album, oder dass ihr zumindest vorhabt, ein zweites Album rauszubringen. Ja, ja. Was ist so der Zeitplan aktuell, ohne Verbindlichkeit? Verbindlichkeiten werden im Moment bei mir leider ein bisschen extern definiert. Also nicht leider. Ich bin ganz viel vom Job her und vor allen Dingen auch privat ziemlich eingespannt mit zwei kleinen Kindern daheim. Das heisst, ich kann noch nicht so ganz sicher sagen und habe mit meiner Frau noch nicht abgesprochen, wie das sein wird. Nein, ernsthaft, es wird wahrscheinlich ein Projekt sein von den nächsten anderthalb Jahren. Bis wirklich alles draus ist, das Ganze produziert ist und wirklich physisch und alles vorliegt. Aber eins bis anderthalb Jahre würde ich sagen. Aber das Projekt ist schon ziemlich klar. In meinem Kopf gibt es einiges an Konzept. Songs gibt es auch schon. Wir müssen einfach noch Zeit finden und dann wirklich ins Studio gehen und das Ganze einspielen. Wie sieht es live aus? Nehmen wir im Moment Zeit zum Live-Auftritt entgegennehmen? Wir haben jetzt im Moment, nach einer etwa einjährigen Pause, haben wir jetzt wieder angefangen live zu spielen. Letzten Samstag haben wir in Thun gespielt, nächsten Samstag spielen wir in Lenzburg im E-Paar. Und dann sind wir am schauen mit ein paar kleineren Locations, eben in Zürich, Basel umeinander. Das ist noch nicht ganz konkret, aber wir werden es dann kommunizieren, sobald wir es wissen auf der Webseite. Möchten wir unbedingt jetzt noch ein bisschen spielen, das Jahr, den Frühling und den Sommer. Und schauen, so gesagt, wie sich das anfühlt wieder. Es ist so ein bisschen wie ein Testspiel nach einer längeren Zeit von einer Fußballmannschaft wieder zusammen auf der Bühne zu stehen. Aber es hat Spass gemacht und ich glaube, das kommt sehr, sehr gut. Wer jetzt findet, ja, die Radiosendung hören ist gut, aber ich möchte das Ganze noch mal hören. Unige Quatsch, wo kommt die CD über? Entschuldigung? Wo kommt die CD über? Wer es gequatschen nervig findet und überhaupt nicht von dem hören, dann kann sich gerne auf www.shadowpath.ch bei uns auf der Webseite, auf Facebook, Shadowpath Band, bei uns melden, uns schnell ein Mail schreiben oder natürlich auch auf den üblichen Kanal iTunes, Spotify, Google etc. findet man das. Ja, wir sind schon am Ende von eurer ersten Stunde Taktlos Metal. In der nächsten Stunde haben wir das neue Album von Felskind mit Andy Portman hier im Studio, wo wir vorstellen. Ganze Stunde lang. Wer jetzt schon muss gehen, pausen, also sonst irgendwie nicht mehr weiterhören kann, kein Problem. Es gibt 3 Wiederholungen auf Rockstation und anschliessend, wer man das auf YouTube stellt, kann man es zu jeder Tages- und Nachtzeit hören für mal schauen, wie lange. Aber bisher schon seit sehr lang. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Ja, verabschieden tut sich der Roger Wettli. Wir haben jetzt noch 7 Minuten, mal schauen, wie viel wir davon spielen parat. Another Inquisitor. Das ist eine sehr gute Wahl. Gibt es irgendetwas, wo du unseren Hörern noch mitteilen willst? Ja, merci vielmals für die Einladung. Für alle, die uns live gesehen haben, kommen wir am nächsten Samstag in die Mehrbar. Checkt unsere Webseiten immer wieder und wir freuen uns, wenn wir möglichst viele da treffen. Und wir haben ein wunderbares neues Merchandise, das dürft euch natürlich auch anschauen. Und ansonsten, wir werden euch gleich bombardieren, relativ bald wieder mit einem neuen Album.
We can alter the sense of our fortune in blinking into the sun. We'll share a smile.